nicht so laut filmen. Nein, ich mag gar nichts. Genau. Okay. So, das war eben der Harald, der Käse Harald, bekannt aus der Markthalle, hier beim Sektfest auf Schloss Landestrost. So, hier ist der Butler Mortimer und wir sind hier direkt in den Schloss Landestrost. Und wo ich mich hintenrum befinde, das ist der Käsekeller von Harald Käse, Käsehalt aus der Markthalle. Der ist leider gerade nicht da, aber das gibt mir die Gelegenheit, jetzt mal zu gucken, was er so hat. Und was soll ich sagen? Alles Käse. Vor einem Jahr hatte ich das Glück, dass mich Herr Plinker gefragt hat, Harald, du mit deinem Käsestand, könntest du bei uns beim Sektfest mitmachen, so einen kleinen Käse- und Weinstand machen? Das wäre ganz toll. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Und dann waren wir hier, hatten eine super Veranstaltung. Also das war spitzenmäßig, hatte ich richtig Spaß. Und während dieser Veranstaltung hat Jochen mir hier unten den Keller gezeigt. Wir haben den erstmal leergeräumt. Dann wurde der komplette Raum, die ganzen Wände, wurden mit einem hauchdünnen Harz versiegelt, damit die Brösel nicht hier so runterfallen auf meinen Käse. Ich schneide das sowieso irgendwie zusammen. Das war's erstmal. Achso, Käse wird nicht angeschnitten. Nein, leider nicht. Der Käse wird nicht angeschnitten. Ich muss mal den Harald-Käse.